Heißt der Platt, gut. Such die letzten Seelen noch ab, damit er aufhört, mir noch Monster gegen zu schleudern. Ich weiß, das ist langsamer Krieg, aber wer hat gesagt, dass Krieg schnell gehen muss? Ungültiges Ziel! Gut. Pyro, ja, der dackelt hier schon wieder rum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Euer Zauberer wird angegriffen. Ungültiges Ziel. So langsam ist es so eine Übermacht an Steinwerfern, dann müsst ihr eigentlich nichts mehr gegensetzen haben. Der lässt sich immer wieder geheilt, wie diese dämlichen. Gut, der wird aber geheilt, ne? Na, ich glaube schon. Was? Was? Eure Kreaturen werden angegriffen! Bewegung! Der Jurat-Kriegsarm. Versammeln hier, damit die Walter angreifen. Angriff! Alle mal auf ihn, Phoenix. Wir müssen runterschrauben hier. Angriff! Oder auch roter. Geht auf den Zack. Angriff! Hab ihn! Angriff! Angriff! Was haben wir geheilt? Du Angriff! Dämlicher. Jetzt reicht's, ich mach erstmal das Ding da hinten platt. Beschützt mich! Okay für mich! Beschützt mich! Ja! Dämlicher Phönix da hinten. Mal sehen, wo von ihren Seelen hinten wieder wegholen. Eure Kreaturen werden angegriffen! Na gut. Was wollt ihr? Bewegung! Bewegung! Was wollt ihr, Chef? Wollen wir hier rumkommen? Bewegung! Bitte hinten. Geh für mich! Angriff! Ich seh den Kahn! Eure Kreaturen werden angegriffen! Euer Zauberer wird angegriffen! Angriff! Eure Kreaturen werden angegriffen! Eure Kreaturen sterben! Euer Zauberer wird angegriffen! Angriff! Was wollt ihr, Chef? Euer Zauberer wird angegriffen! Eure Kreaturen werden angegriffen! Euer Zauberer wird angegriffen! Es steht schlecht um eure Gesundheit! Greift dieses Gebäude an. In Ordnung. Bewegung. Bin unterwegs. Nur, dass ich meine Monster aber noch befehligen kann, obwohl ich angeschlagen bin. So, ich nutze mal diese freie Mana-Quelle jetzt hier, um mich selbst mal hier zu heilen. Was wollt ihr? Bewegung. In Ordnung. Formation. Mal mir schön Schrein hin. Hab mich zu ärgern. Man hat mir jetzt Seelen ruhig Zeit lassen. Seelen verschwinden nicht. Es sei denn, der feindliche Mage sammelt sie ein und stirbt und. Jo. Klar, Wächter hier erschaffen.
Wächter kann man dementsprechend auch nicht mehr wegschicken. Man kann nicht mehr entwächtern. Wenn Wächter da sind, dann sind sie fest. Aber damit kann ich leben. Ihr habt zu wenig Mana. Wir müssen Mana raus machen. Die kostet nur einen Mana und zu. Beschützt mich. Zu erschaffen. Ich kann nicht genug kriegen von den Viechern. Beschützt mich. Beschützt mich. Ja, das ist meine vorigen Mana aus. Weil er verreckt sinkt. Gut. Pyro wagt sich nicht weiter vor, weil ich hier fast direkt vor seinem Altar stehe. Und er hält den einen Manaliten. Der ist mein Problem, weil seitdem hier Phönix davor hängt. Und wenn ich Opferpriester hinschicke, dann wird da garantiert der dämliche Phönix garantiert reinspeien. Weiß ich jetzt schon. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Beschützt mich! Okay für mich! Ich freue mich halt noch um Phönix. Aber der scheiß Brut ist halt den immer wieder. Eure Kreaturen werden angegriffen! Angriff! Hab ihn! Also dürfte er keine Seelen mehr haben für seine dämlichen Monster. Oh, da hinten ist noch so ein ekliger Kriegstreiber. Diesen eklig mit ihrer Feuerrate. Eure Kreaturen nein, 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 was macht ihr da vorne? Bewegung! Ungültiges Ziel! Gut, mein Seelenmauer verpasst. Gar nicht zu glauben, der kriegt die Seelen alle für sich. Machen alle ganz schnell wieder. Basilisk, bin ich früher gekommen. Beschützt mich. Wir müssten ihn dann versteinern, dann kann ich rangehen. Und mit meinen Erdleuchten kaputt machen. Jawohl, klingt gut. Dieser Zauberspruch ist nicht bereit. Was wollt ihr? Bewegung! Bewegung! Noch ein bisschen näher holen hier. Oh, sie haben ihn! Dann hat sich's erledigt. Kriegsrabe halten nichts auf Dauer. Erdleuchten noch an. Oh, dem hat sich die Übermasse noch geregelt. Und dann entweiche ich den lustigen. Da müsste Pyro jetzt gleich alle sein. Tschüss. Schluss, aus, Ende. Ich hab voll von euch. So, der Opferpriester. Wurde gerade nochmal getötet. Und wir gleich zu... da kommen wir gleich wieder. Nur um gleich wieder zu sterben. Tschüss. Damit müsste Pyrolyt sein. Nachdem sein wichtigster Altar ruiniert ist und seine Champions besiegt wurden, hat Pyro als Gott wohl ausgedient. Yay. Ich meine, wer würde jemanden verehren, der sich nicht einmal um sein eigenes Heim kümmert, oder? Genau. Götter können getötet werden? Nicht richtig getötet, aber du wirst längst tot und begraben sein, bevor er zurückkehrt. Es ist eben nicht gut, wenn du die Leute den Glauben an dich verlieren lässt. Meine Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Ah, ich kann sehen, dass du ein anständiger Mensch bist. Mensch? Wir sind nicht hier, um hilflose Bauern umzubringen. Gesundheitsbonus oder erhöhte abwägende Zauber? Ich glaube, ich nehme mal die erhöhte abwägende Zauber. Wenn ich mehr abwehre, brauche ich nicht mehr Leben. Und ich bin mit Leben ganz gut zurechtgekommen. Ich bin ja kaum gestorben. Gut. Wusa!
Pyro ist weg. Im Angesicht der Ungeheuerlichkeit, die mir bevorstand, betete ich noch einmal um Führung. Gut, das sollte Pyro eine Lehre sein. Wir werden Ranger senden, die nach Marduk in den Ländern Pyros suchen. Meine Anhänger haben sich ein wenig ins Stygia umgesehen. Oh, kein Zeichen von Marduk, aber sie haben herausgefunden, dass der Seher Mithras in Abaddon gefangen gehalten wird.